Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Oh Gott, ist das laut. The Legend of Zelda. Ocarina of Time. Ja. Ich, hab jetzt gerade mal ein bisschen was ausprobiert. Und zwar höre ich jetzt den Sound gerade über alle Boxen, über meine Boxen. Und... Oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, man hört sich nicht doppelt oder so. Also, es... Ihr hört euch nicht doppelt, den Sound hört ihr nicht doppelt so. Aber ich denke, das dürfte alles so funktionieren. Bam. Yeah. Ja, wir haben jetzt alle Bomben zum Explodieren gebracht, wodurch halt hier das alles runterkam. Ist hier noch irgendwie irgendwo was, was ich mir holen kann? Auf den Seiten irgendwo? An den Seiten irgendwo? Weiß es gar nicht. Nein, nicht die Ocarina. Sieht aber nicht so aus. Okay, gut. Dann klettern wir hier mal hoch. Wird auch gar nicht anstrengend oder so. So als kleiner Stöpke. Ach Gottchen. Ja. Ah. Okay, wir haben hier gerade irgendwo eine Skulptula gehört. Da drin wahrscheinlich, oder? Oder oben drin ist wahrscheinlich eine goldene Skulptula, oder? Oh, bestimmt. Bestimmt, aber die können wir uns nicht holen. Hier sind nur normale Skulpturas. Ist da hinten drin eine Gold... Ja, das sieht aus wie eine goldene. Ach, Mann. Ja, da drin ist eine goldene Skulptura. Aber die können wir uns leider nicht holen. Ist ein bisschen schade. Kannst du mal... Zack. Ach, da oben ist auch noch eine goldene. Kann ich nicht hier hochklettern? Ja, kann ich. Nice. Okay, cool. Sehr geil. Cool, cool. Alles klar. Geil. Wusste ich gar nicht, dass hier oben eine goldene Skulptur ist. Cool. Okay, wir bewegen uns weiter durch diesen Dungeon hier durch. Wo sind wir hier denn? Och Gottchen, nee. Okay, Moment. Ich will erstmal diese... Die hier wegkriegen. Ah. Nein! Mein Schild! Ach, Kacke! So, ist der... Der ist falsch, okay. Ah. Okay, alles klar. Okay, der ist echt... Okay, das ist noch ein falscher. Okay, das war dumm. Komm, explodier! Schnell! Wie lange braucht die denn zum Explodieren? What? Kannst du... Okay, Moment, nochmal. Mein Problem war gerade, ich habe die Bombe nicht geworfen. Jetzt aber. Nice. Okay, es hat funktioniert. Was ist mit dir? Aua! Mann, ey. Komm ich hier nicht schon hoch? Lol, warte, was? Ah, cool. Okay. Schieben wir den weg. Und jetzt können wir hoch, genau, okay. Schalter drücken. Und die Tür müssen wir nehmen, ne? Genau. Zack. Gut. Wo sind wir jetzt? Oh Gott, ich erinnere mich einfach so null an diesen Tempel. Ah. Okay, hier sind wir. Wir haben kein Schild mehr. Ich sollte mal vielleicht dann das andere Schild ausrüsten, ne? Wir haben schon 13 Skulpturas. Ist schon mal relativ gut. Besser als gar nichts, würde ich jetzt mal meinen. Oh, lol. Ist nicht dein Ernst? Okay. Oh, ich dachte, ich falle jetzt runter, ey. Dann hätte ich den ganzen Weg nochmal gehen müssen. Oh, nee. Das wäre so dumm gewesen. Okay, Moment. Wo müssen wir hier hin? Aua. In diesem schmalen Gang weiß man nie, was sich hinter der nächsten Ecke befindet. Ja. Drücke Z, um immer in die richtige Richtung zu schauen. Ja, ist okay. Praktisch, nicht wahr? Nee, gar nicht.
Okay. Oh. Ei, au. Was? Ich hab mich getroffen. Okay, hier können wir raufgehen. Und wir bekommen hier irgendwie sowas. Ah, okay, wir müssen. Okay, das hat funktioniert. Erstmal hier die Kiste einsammeln. Da hinten ist noch eine Kiste, habe ich gerade auf der Karte gesehen. 20 Rubine! Okay, und werfen. Perfekt, perfekt. Alles klar. Sehr gut. Aber wir müssen da hinten nochmal hin. Hier hoch? Kommen wir da überhaupt? Ne, da kommen wir noch gar nicht hin, ne? Ne, und bis hierhin kriegen wir die Dings auch nicht. Okay, dann müssen wir ein bisschen warten noch. Okay, alles klar. Alles klar. Da oben ist eine Kiste. So viel wissen wir. Können wir das eigentlich auch hier rausziehen? Ja. Ist dahinter ein Geheimnis? Ein Herzchen. Mehr aber auch nicht. Okay. Das sah gerade so verdächtig aus, weil das in der Wand drin war einfach. Deswegen habe ich mir schon gedacht, dass wir, wow, das irgendwie wegziehen können. Aber naja, okay. So, und gegen. Kannst du da nicht gegenspringen, um dich dann festzuhalten, Link? What? Okay, dann halt nicht. Machen wir es halt auf die altmodische Art. Okay. Ist da unten irgendwas Wichtiges? Nee, scheint nicht so, ne? Goldene Skulptula höre ich auch nicht. Das heißt, einfach nur gegens Auge schießen und ganz schnell da durchsprinten. Würde ich jetzt mal sagen, ne? Zack. Und zack. Ja, alles klar. Sehr, sehr gut. Au! Der ist genau vor mir gespawnt. Was für eine blöde Kuh, ey. Oh, hier kommt wieder... Ja, okay, hier kommt wieder so eine Scheiß-Bücher. Okay. Geht der rennt weg. Dann ist jetzt der nächste dran, würde ich sagen. Und zwar der hier. Bam! Au, ach ja, da springt er über mich. Jetzt ist er hier wieder dran, oder? Ist er nicht dran? Doch, ist er. Greif an, genau, und Sprung. Okay, der ist besiegt, alles klar. Was droppt er? Droppt er? Ne, er droppt nichts, okay. Ah. Was? Und zack. Wie, er ist nicht besiegt. Au, scheiße. Okay. Aber ich hoffe, das war gerade ein bisschen laut. Ich hoffe, man hat das nicht gehört. Oh. Oh, hier sind wir. Ah. Das ist interessant. Gut zu wissen. Wusste ich gar nicht, dass man hier oben ist dann. Okay, cool. Was wollte ich gerade sagen? Ja, ich hoffe, man hat das gerade nicht gehört. Das war ein bisschen sehr laut, ne, der Sound. Der Sound war ein bisschen sehr laut. Ich hoffe, man hat den nicht gehört. Nicht zweimal gehört. Och Gottchen. Okay, hier müssen wir dagegen schießen. Ups. Zack. Dann rüberspringen. Da hindrehen und hier gegen schießen. Okay. Darüber springen. Oh, man hat ja relativ viel Zeit eigentlich, ne? Ah. Okay. So, wo sind wir jetzt? Ach, jetzt sind wir hier bei der Truhe. Zack. Okay. Und wisst ihr, was wir hier bekommen, Leute? Wisst ihr, was wir hier bekommen? Wieso ist die Wand da rechts auf? Achso, okay, da unten ist die Wand. Da, wir bekommen Bomben. Sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, was wir jetzt dort unten bei dem Bombenfleck, bei der Bombenwand freisprengen. Ich weiß nicht, wie sehr wir das benötigen. Ob da irgendwas sehr Wichtiges ist. Oder ob wir das eigentlich in Ruhe lassen können. Weil wir ja nicht so schnell wieder hier hochkommen, wisst ihr? Was ist da? Kübel, okay. Ach. Hä?
Geht das gar nicht aufgesprengt? Doch. Aber wie es aussieht, ist da nicht mal mehr ein Durchgang, ne? Doch. Oh Mann, ey. Karte, zeig mir mehr. Da ist noch ein richtiger Raum. Oh, kommen wir hier irgendwie wieder hoch? Können wir uns hier nicht irgendwie eine Abkürzung oder so machen? Nee, ne? Dann müssen wir unten lang und hier ist nur irgendwas Unwichtiges. Ja! Hier ist nur ein Schalter. Ah, eine Abkürzung. Alles klar. Okay, dann können wir da eigentlich gleich lang gehen. Würde ich jetzt mal sagen. Was steht hier drauf? Jetzt mal, danke. Der riesige Schädel. Leuchten seine Augen rot, öffnet sich ein neuer Weg. Okay. Ja, das ist... Okay. Nettes Geheimnis. Und wir finden auch gleich heraus, was das bedeutet. Erstmal gucken wir hier hin. Ah, hier sind nur zwei Deko-Kerle, die wir leider nicht besiegen können. Achso. Ja, wow, okay. Das war jetzt sehr wichtig, dass wir da hingegangen sind. Also, sehr, sehr wichtig, würde ich sagen. Den Schaden kassiere ich gerne. Oh nein! Hui! Okay. Gut, dann gehen wir jetzt hier einfach den Weg zurück und können ja runterspringen, oder? Können wir da runterspringen? Ohne wirklich viel Damage zu bekommen? Ich weiß es ja nicht, ich probiere es aus. Ja, können wir, alles klar. Sehr geil. So, jetzt schnell hier rüber. Und hier rüber. Jetzt können wir diese Viecher auch ganz normal besiegen. Bam! Boom! Boom! Sehr cool. So, haben wir eigentlich noch irgendwo eine Kiste, die wir noch nicht geholt haben? Ja, da. Über uns. Über uns. Das heißt, da kommen... Ja, okay, da kommen wir gleich hin. Wenn wir mit diesem Ding hier nach oben gefahren sind. Also, passt das schon. Geht das eigentlich runter noch? Nee, ne? Nee, okay, cool. Ey! Echt jetzt? Das haben wir doch schon gemacht, ey. Hä? 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 Wie, was? Hä? Wo? Hä? Mann, ich war unter Zeitdruck, weil Navi auf einmal geredet hat. Okay, wo müssen wir denn da hinspringen? Ah, nach rechts. Oh. Okay. Jo. Dann jetzt hier lang. Und zwar müssen wir jetzt da eine Bombe hier reinwerfen. Hier ist dein Ernst. Moment, können wir die auch... Wir können die ja einfach hier so reinlegen lassen, ne? Ja, alles klar, okay. In das eine Auge. Genau. Das gleiche machen wir hier auf der anderen Seite gleich auch nochmal. Erstmal werfen wir da eine Bombe hin. Werfen da eine Bombe rüber. Oh, sie ist sogar runter. Nicht, ist sie nicht, okay. Jetzt aber, oder? Ja. Alles klar. So, die beiden Augen leuchten und der Weg hat sich geöffnet. Sehr cool für dich. Sehr, sehr cool gemacht. Und hier haben wir noch eine Truhe. Ich denke einfach nur mit Bomben, oder? Oder Geld. Geld, glaube ich. Kann auch sein. Oh, neues Deko-Schild. Cool. Genau das brauchte ich doch. Blöde Feuerfledermäuse, ey. So, Deko-Schild. Nice. Und wieder runter. Zack. Und dann haben wir hier alles, ne? Haben wir wirklich alles? Ich glaube, wir haben alles hier gemacht. Da kommt noch der Bossraum, genau. Hier oben keine Truhen mehr, alles klar. Den Weg zum Boss noch machen. Und dann war's das. Geil. Sehr, sehr geil. Ach ja, das noch. Och nie. Da oben sind wieder Fledermäuse, aber die ignorieren wir gekonnt. Nein, mein Deko-Schild. Not even close.
Not even close. Och nee. Geh weg. Sehr gut. Navi, wie sie an, danke. Nein. Okay, oder so. Zwar jetzt nicht so geplant, aber... Geben die immer so viel Herzen, wenn man die mit einer Bombe besiegt? Toll. Okay, hierauf? Was passiert, wenn wir da oben auf die Seite raufgehen? Sind wir da überhaupt drauf? Ich weiß gar nicht. Okay. Da können wir auch noch hin, oder müssen wir, glaube ich, sogar noch hin. Aber erstmal jetzt hier diesen Stein runterschieben. Nein, runterschieben. Damit wir da gleich auch wieder rauf können. Wenn wir hier die Bomben legen. Okay, hat funktioniert. Sehr geil. Hoch. Ich weiß gar nicht, ob wir den Boss jetzt noch in diesem Part schaffen werden. Eieiei, ey. Dahinter sehe ich eine goldene Skulptur. Alles klar. Ha! Sieht man die goldene Skulptur? Ja! Nice! Wir haben zwar auch Damage bekommen, aber es hat funktioniert. Okay, cool. Wir haben nur noch weitere goldene Skulptur. Uns fehlt hier auf jeden Fall eine in dem Dungeon, die wir nicht erreicht haben. Ich weiß nicht, ob noch mehr. Ich habe keine Ahnung. Wie? Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Dass das wieder unten ist. Wieder oben ist. Mann. Ist ja gemein jetzt, ey. Das ist ja echt gemein. Okay, so. Hier ist der Stein. Den hier müssen wir jetzt bis dort unten hinschieben. In die Mitte des Raumes. Auf den Schalter. Ja. Aber vorher besiege ich mal diese hier. Die Fledermäuse irgendwie. Wenn ich das treffen würde. Nein, was? Oh. Okay, die erste haben wir. Wo ist die andere? Uiuiui. Das war knapp. Mann, ey. Dass ich immer Bomben aus Versehen drücke, das ist ein bisschen doof. Das ist mit dem Stick so ein bisschen schwer. So. Gleich haben wir es, Leute. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Und. Zack. Denn da unten ist ein Schalter, den wir als Link... Ich weiß gar nicht, ob wir den betätigen können als kleiner Link oder nicht. Ob wir zu leicht sind. Aber er geht auf jeden Fall wieder hoch. Deswegen bleibt das nicht offen. Deswegen müssen wir diesen Stein darauf schieben. Und hier sind wir, Leute. Im Bossraum. Ha. Aber hier ist ja gar nichts. Aber wir haben Bomben bekommen. Und irgendwie sieht das hier ja schon verdächtig aus, ne? Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, dass wir eine Bombe legen müssen. Ja, müssen wir. Okay. Ist da oben noch irgendwas? Nee, ne? Nee. Keine goldene Skulptur, die wir sehen, Leute. Gar nichts. Aber ich schätze nicht, dass wir diesen Boss noch in diesem Part packen werden. Deswegen beenden wir hier die Folge. Weil ich auch nicht... Na, okay, wir machen den Boss noch. Scheiße. Verdammt. Okay, jetzt muss ich ihn machen. Mann, es gibt gleich Essen. Scheiße. Verdammt. Boom. Infernosaurus King Dodongo. Jetzt müssen wir hier warten. Genau, bis er eine Bombe, bis er seinen Mund aufmacht, damit wir ihm eine Bombe reinschmeißen können. Und jetzt Angriff. Oh Gott, jetzt rollt er. Wir können es einfach irgendwo hier hinstellen, genau. Komm her, Dodongo. Komm, put, 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 put. Genau. Öffne deinen Mund für mich. Ha!
Au! Okay. Ja, es ist ein ziemlich schwerer Bosskampf, muss ich schon sagen. Also er ist echt... echt einer der schwersten. Ist auch gar nicht eintönig oder so. Scheiße, nein! Uah! Nicht in die Lava hüpfen, Link. Mann. Lava tut weh, Link. Lava tut weh. So. Mach dein Mündchen auf. Zack. Und Sprungschlitz. Oh, wir haben ihn besiegt. Okay, wir haben ihn ja locker in diesem Part noch gepackt, Alter. What? Hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich zugeben. Aber okay. Einfach in die Lava rein. Und das war's. Das war Dungeon Nummer 2 als Kind. Dodongos Höhle. Wir haben einen weiteren Herzcontainer, Leute. 6 Herzen schon. Yeah. Und raus. Miau. I believe I can fly. Sehr cool. Ich bin es, Darulia. Oh Leute, voll gegen das Mikrofon gekommen, was? Du hast deine Prüfung bestanden. Dank deiner Hilfe können wir nun wieder die schmackhaften Steine aus der Höhle verspeisen. Welch aufregendes Abenteuer. Es liefert Stoff für eine Legende. Noch immer kann ich nicht glauben, dass die Dodongos, die wir für ausgestorben hielten, in so großer Anzahl zurückkehrten. Und der Fels, der den Eingang der Höhle versperrte. Für all dies war Ganondorf, der Gerudo-König, verantwortlich. Oh. Oh. Er sprach: Gebt mir den heiligen Stein und ich werde eure Höhle wieder öffnen. Du hast dein Leben für uns riskiert. Ich mag dich, Kleiner. Was hältst du davon, wenn du und ich Blutsbrüder werden? Keine Angst, keine große Feier. Nimm dies als Zeichen meiner Freundschaft an dich. Und was bekommen wir? Wir bekommen den Stein! Den zweiten von 3, Leute. Jetzt kommt, glaube ich, jetzt kommt erstmal ein bisschen Sidequesting auf uns zu. Glaube ich. Yeah. Der Goronenrubin. Mann, es gibt Essen. Macht hinne. Geh schneller vorbei, Katzin. Goronenobal, von den Goronen wurde dir dieser heilige Stein des Feuers übergeben. Eine große Ehre, Blutsbrüderschaft mit einem Goron zu schließen. Du besitzt nun 2 heilige Steine. Suche nach dem dritten. Ja, das machen wir, aber erst im nächsten Part. Bruder, du solltest stets daran denken, deine Kräfte zu erhöhen. Die Fee auf dem Gipfel des Todesberges hilft dir dabei. Freunde, lasst uns unseren Bruder verabschieden. Oh, wie lange soll die Katze denn noch gehen? Meine Hochachtung. Lass mich dich in die Arme schließen, Bruder. Und da kommt noch einer. Ich will aber gleich noch, also im nächsten Part holen wir uns erstmal das Herzteil da oben noch. Aber gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.